Ich habe für den als Kompressor habe ich 35.000 gelöhnt. Das muss deine Community auch sehen. Komm, gib mal her hier. Guck, da, hier. Ja, so ein Kram kauft er sich. Ja, also das ist schon gut dabei, ne? Ich will doch wieder nach Hause. Ja, was ist denn? Was ist, haben wir nicht gesagt, wir machen Gemodesche? In den Kommentaren unter dem Video gestern kam das Gerücht, auf das Intro sei gefaked gewesen, was ich hier einmal ganz klar dementieren möchte. Leute, bei Pierre steht grundsätzlich immer jemand mit einer Kamera vor dem Grundstück, um eventuelle Einbrecher abzuschrecken. Und auch zu Hause lässt Pierre sich 24 Stunden am Tag filmen, um das Maximum an Content für seinen Kanal rauszuholen. Wer also denkt, das Intro wäre gespielt und diente lediglich der Unterhaltung der Zuschauerschaft, den muss ich an dieser Stelle leider enttäuschen. Wer durch diese Videos gerade neu auf den Kanal gestoßen ist, wird sicherlich schnell merken, dass wir uns hier nicht ganz so ernst nehmen. Und ja, wer sich dadurch entertained fühlt, darf gerne ein Abonnement dalassen und den Daumen nach oben. Dadurch werden die Videos weiter vorgeschlagen. Das hilft mir enorm. Und ja, wer nicht, der darf gerne woanders einschalten. Das tut mir an dieser Stelle dann leid. Jetzt wünsche ich euch super viel Spaß mit den Videos. Es ist richtig, richtig cool geworden. Und auch nochmal vielen Dank an Pierre. Schaut im Anschluss auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Viel Spaß. Geiler Film. Ja. Jawohl. So, was haben wir denn hier? Mit einem 580er Kompressor. Sag mal, was ist das? Baujahr ist ja dann 2006, wa? Oder was hast du? 2005. 2005? Ja. Scheibe ist von 2009. Sie hat immer, das kennen ja meine Community auf meinem Kanal Motorenzimmer, kennt das ja schon. Ich gucke immer erst in die Scheiben und die Scheiben verraten mir ziemlich schnell das Baujahr. Ja, ja, das ist schon der modifizierte Kompressor bzw. die letzte Sortierung. Es gibt die ja mit 080, 280, 580, du hast den 580er Kompressor und man sagt, die sind intern anders übersetzt, höher übersetzt und machen ein bisschen mehr Ladedruck. Ist auch tatsächlich so. Darf ich einmal kurz fragen? Ich habe jetzt gesehen bei der Fahrzeugsuche, es gibt dieses Auto bzw. diesen Motor mit 476 PS, wie wir ihn jetzt hier haben, mit 500 PS und mit 507 PS. Ja, die 507 PS haben die große Drosselklappe. Na, ja. Du hast eine 74 mm Drosselklappe. Drosselklappe ist im Übrigen das Teil, was die Luft in den Motor lässt. Ja, und das gibt es mit 74 mm und der 507 PS Abwerk, genauso wie der SL, den gab es ja mit 500, 501 PS, der hat auch die 80 mm Drosselklappen. Also nochmal so ein bisschen modifiziert, merkt man auch spürbar. Ne? Also der Motor läuft so ein bisschen entdrosselter. Das ist der Unterschied. Ja gut, also Leistung, ich habe gesehen, ihr bietet ja auch ein Tuning-Kit an für das Auto in eurem eBay-Shop. Ja. Werbung. Und Leistung hat er mir genug. Ne? Also er hat mir echt genug Leistung. Mir geht es jetzt eher darum, wie gesund ist er. Wie lange hat er noch zu leben? Was meinst du denn? Wie gesund ist denn der? Also jetzt vom du hast das Ding ja selber gekauft. Ja. So, und da bist du ja natürlich auch... Ungesehen, muss ich dazu sagen. Ungesehen gekauft. Ja, ein Kumpel von mir hat sich den angeguckt, da hat es ein bisschen geregnet, er ist den gefahren. Ungesehen G-Modell gekauft ist wirklich wie 200 durch den Nebel. Das geht gar nicht. Also so ein Ding... Nee, ich habe also einen Kollegen gesagt... Ja. So, was hast du denn so servicetechnisch hier so auf dem Schirm? 5W30. 5W30 hast du gar nicht freigegeben. Und die meisten 5W30 Öle haben auch die falsche Ölnorm. Ja, wir wollen ja jetzt hier keinen, aber 5W30 geht natürlich gar nicht. Das gehört da nicht drauf, weil hier muss Ölnorm MB229.5 drauf. Nicht MB229.5. Punkt 5.1. Ganz wichtig, weil das ist eine Alusilzylinderoberfläche und Alusilzylinderoberflächen brauchen immer spezielles Öl. Kennt man auch von Porsche. Auch ein Riesenthema. Kennt man. Wenn man da so zu lange mitfährt, hat man auch Ölverbrauch. Hast du Ölverbrauch? Also er hat mir gerade angezeigt, dass ich beim nächsten Tankstopp einen Liter Öl nachfüllen soll. Super. Super, beste Voraussetzung. Erstmal die falsche Viskosität und wahrscheinlich, das wissen wir an dieser Stelle ja noch nicht hundertprozentig, auch noch das falsche Öl. Das fängt ja schon gut an. So, jetzt der Riechtest. Da macht Max ja immer ganz viel. Also hast du ihm da irgendwas gesagt? Weil er meint immer, dass man die, also er leitet ja ganz viel von ab, von dieser Öffnung hier. Von dieser Öffnung? Ja, was da alles für ein Schleim ist und naja, das heißt dann viel Kurzstrecke, ich mein, und so. Wir haben ja auch ein Video bei uns auf dem Kanal, da geht es um diesen 1,22 Euro Dichtring.
Also hier ist ein Dichtring verbaut, der kostet 1,22 Euro, beziehungsweise davon sind zwei verbaut vorne im Steuerdeckel. Und die quellen auf, was ja erstmal positiv ist, werfen dann aber eine Falte und dann läuft das Kühlmittel in den Motor rein. Und wenn du jetzt viel fährst, dann verdunstet das Öl, geht über die Kurbelgehäusung weg und wird mehr oder weniger wieder mitverbrannt. Aber das Glykol, das nistet sich im Motor ein und morgens könnte es sein, dass das Öl ja noch nicht ausgegast ist und du saugst morgens anstelle von Öl Kühlwasser an. Und Kühlwasser schmiert nicht so gut. Und dann kriegst du halt ja, Folgeschäden. Deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn ihr einen M113, einen M112, den gibt es ja auch als Sauger, Sechszylinder, fahrt, immer darauf achten, wenn Kühlmittel fehlt, werdet skeptisch. Ganz wichtig. Ja? Und ich will da keine Werbung machen, aber vielleicht macht einfach mal einen Öltest. Das Einfachste ist echt hier oben reingucken. Und wenn du hier oben schon wirklich weißen Schleim, so Nuss-Nougat-Creme siehst, ja, dann das geht natürlich gar nicht. Ne? Also da kann man schon ein bisschen was draus ableiten. Okay. Ne? Das, ganz, ganz falsch ist das nicht. Und wie gesagt, einfach mal bei uns auf dem Kanal gucken. 1,22 Euro Dichtring. Das ist wirklich ein echtes Ekelvideo. Ja, gerne mal vorbeischauen bei den Jungs. Ja, ganz oft haben wir bei diesem, ich muss ja auch ein bisschen so rüberkommen, als hätte ich ein bisschen Ahnung, ja? M113, der alte Bekannte, ja, was haben wir an Öl-Undichtigkeiten hier, Ventildeckeldichtung ist ja, das Thema. Ja, der, 15 Jahre alt. 15 Jahre alt, 200.000 Kilometer. Das ist doch geil, dass das noch so geil läuft, oder? Ja, Undichtigkeiten haben wir hier natürlich. Und vor allen Dingen, ja, gleich mal wieder Werbung in eigener Regie. Ihr seht da so ein Abrieb. Das kommt alles von dem Riemen. Ja, dafür haben wir so ein Umspannkit, Belt-Kit. Das umspannt hier oben den Kompressor ein bisschen mehr. Da habt ihr nicht so einen großen Verschleiß und habt sogar mehr Leistung und weniger Verschleiß. Aber gut, so viel dazu. Ja, das ist der Kompressor, das ist die Magnetkupplung. Hier vorne die Lager, die gehen übrigens auch immer gerne kaputt. Ja, da wo hier so schön Japan drauf steht. Ist ja gar kein Japaner, ist echt ein Deutscher, glaube ich, ne? Wo hast du eigentlich so einen guten deutschen Wagen hergekriegt? Das ist auch selten. Normalerweise haben wir ja immer die, vor allem für den Preis, die Dubai, Japan, USA-Importe von Crash Cars über Litauen geholt. Ja. Den habe ich tatsächlich auch geguckt. Ja, also da wollte ich eigentlich einen 500er aus Japan, der aber einen Frontschaden hatte. Der hätte dann, aber selbst aber der hätte mit Steuer 30 gekostet. Aber weißt du, was und jetzt habe ich 35 für einen deutschen Kompressor bezahlt. Ja, aber weißt du, was der Vorteil ist bei den japanischen Autos? Du brauchst im Dunkeln kein Licht anmachen. Weil die sind so Fukushima verstrahlt, die leuchten im Dunkeln. Ja, also und ich habe persönlich und nur sehr gute Erfahrungen mit Japan-Importen gemacht, kann ich sagen. Du meinst da, wo du dann erstmal das Infotainment-System rausreißen musst und wo die ganzen Umluftklappen, weil die Luft in den Großstädten so gut ist, mit Kabelbindern festgezogen ist und wo die ganzen Gummiteile kaputt sind? Und bei den Dubai-Fahrzeugen kippst du dann erstmal den ganzen Sand aus den Schwellern raus? Ist alles nicht so ohne. Ne? Also Pflegezustand muss schon da sein. Ne? Also nichts gegen irgendwelche Importfahrzeuge, aber jedes Land hat seine Vorteile. Klar, das stimmt. Ne? Die Japan-Fahrzeuge haben deutlich weniger Rost als die deutschen. Da gebe ich dir recht. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Man muss beim Gebrauchtwagenkauf echt mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ja, ne? Ja, das ist, da, was das ist, da wird deine, deine Verkleidung drauf angeklebt. Ach so. Ja. Ja. Guck. Ja, guck, da springt der Rost schon über. Perfekt. Ja, hört sich erstmal nicht so schlecht an, ne? Muss man noch mal sich von unten anhören, so aus dem Kurbeltrieb. Ich höre dich auch mal ganz gerne mit dem Schraubendreher ab. Ich kann das mal zeigen. Ah, nee, ich lasse es lieber. Ach, los, komm, ich mach's doch. Weil mit dem Schraubendreher hört man immer ganz gut so Steuerkettengeräusche. Weil jetzt hat man viel, ja, so Klickergeräusche. Das sind aber die Einspritzdüsen. Die sind bei den Motoren relativ laut. Und wenn man den Schraubendreher hier ansetzt und an der Ohrmuschel drückt, dann kann man ganz gut das Geräusch der Steuerkette bewerten. Ja, das hört sich eigentlich ganz gut an. Die Motoren laufen ganz gerne mal ein bisschen unrund. Ja, die haben keine verstellbaren Nockenwellen. Und wenn da ein bisschen minimale Steuerkettenlängerung und ein paar Toleranzen sind, dann humpeln die oftmals so ein bisschen. Aber auch das ist ganz gut. Hier kann man immer den Kompressor bzw. das Spiel hier zwischen ganz gut ermitteln. Wenn man den so anhalten kann, ja, dann stimmt in der Regel das Spiel. Ja,
die Abgasanlage hört sich in dem Bereich ein bisschen undicht an. Ja, riecht hier. Riecht hier auch ein bisschen. Aber gut. Nö, im Prinzip kannst du mal ausmachen. Das ist eigentlich der Klassiker. Die Leute, die mehr bei mir zum Motorencheck kommen, die müssen immer an- und ausmachen. Und da schert sich dann immer, ich kann einen Mitarbeiter einstellen, den ganzen Tag nur Motoren an- und ausmacht. Ja, 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 ja. Hast du mal ausgelesen, den Fehlersprecher? Ja, du hast ja vielleicht das schon zugetragen bekommen, dass ich damit schon liegen geblieben bin am ersten Tag. Ja, Klassiker, ne? Kurbelwellensensor. Genau, da durfte ich dann schön bei Mercedes auf dem Hof den Kurbelwellensensor tauschen, nachts im T-Shirt, also wer das Video sehen möchte, hier oben. Und da haben wir ihn ausgelesen, also mit Max, seinem Gerät. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber das hat sonst weiter nichts ausgespuckt. Ja, das sind eigentlich auch relativ robuste Motoren. Ne? Deswegen ist er ja auch hier reingekommen. Deswegen gab es ja auch diesen Motor hier, oder diesen Motor gab es auch nur mit dem Fünfganggetriebe, weil das sehr drehmomentstabil ist. Und das ist ja schon eine robuste Kombi, ne? Das muss man ganz klar sagen. Sag mal, mein Bild ist wirklich vom M113, dass das der... Kann man immer schlecht sagen, weil jeder Motor hat ja seine eigenen Krankheiten, aber das ist schon so im Ganzen der robusteste, ja, auf jeden Fall. V8 von Mercedes ist. Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Ne? Was ist das robusteste? M113 ist für mich so, ich sag mal, in dem Horizont, wo ich schraube. Ja? Also meine Spezialität sind ja nun mal Fahrzeuge eigentlich ab den 80ern bis aktuell. Ne? Darunter ja nicht. Also wenn ich das mal so bewerten kann, klar, als 8-Zylinder-Motor mit Sicherheit. Ja, wir haben natürlich auch so ein M119, das sind auch schon gute Motoren gewesen, ja. Aber wenn man natürlich die aktuelle Lage... Das ist der M140er und 129er. Genau, ja, das sind auch Spitzenmotoren, gar keine Frage. Aber M113-Kompressor fängt so ein bisschen das Kränkeln an, eigentlich die Saugermotoren, so ein 500er Motor M113, weil da halt ein bisschen weniger dran ist, da haben wir diese Kompressoraufladung nicht. Das ist schon arg robust. Du hast keinen Nockenwellenversteller, du hast nur 3-Ventil-Technik, du hast 2 Zündkerzen pro Zylinder, was das Ganze natürlich auch relativ, ja, fehlerunempfindlich macht, weil wenn du eine kaputte Zündkerze hast, hast du immer noch die andere. Du hast nicht sofort eigentlich Zündaussetzer. Aber hast du Zündaussetzer, ist es schon relativ schwierig zu finden. Ne? Also, ja, das sind sehr robuste Motoren. Also, ich meine, nicht umsonst steckt hier so ein Motor drin. Ne? Wenn der Motor nicht robust wäre, dann wäre er nicht ins G-Modell gekommen. Und wie gesagt, es ist ja so eine Hassliebe, so ein G-Modell. Ganz ehrlich, fährt so ein G-Modell gut? Was heißt, das ist ja eine Definitionsfrage. Ja, aber was? Nach welchen Kriterien? Ja, also, so grundsätzlich, was du so gehabt hast. Fährt er doch eigentlich vom Fahrverhalten am schlechtesten? Vom Fahrverhalten, das heißt Kurven, am schlechtesten, scheiße. Ja, Bremse? Schlecht. Ja. Beschleunigen, in dem Fall jetzt ausnahmsweise mal super. Gut, ja, aber nicht, wenn du den Motor jetzt quasi in einem CLS zum Beispiel von Max hättest, das ist natürlich nochmal ganz anders. Also vom Ding her, ja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das eines der unvernünftigsten Fahrzeuge ist, die man überhaupt so super fahren kann. Das ist ja ganz klar. Aber es ist halt auch eines der geilsten. Also ja, aber da wollte ich dich hinhaben. So, guck mal, für mich, so als... Ich meine, wir haben Privatpferde, ich ziehe ganz viel Autoanhänger. So ein Auto ist halt klasse, weil... Du hast nicht viel Wertverlust, eventuell hast du sogar Wertzuwachs. Du kannst mit dem Auto 200 fahren, du kannst mit dem Auto mit 4 Mann fahren, du kannst einen 3,5 Tonnen Anhänger aus dem Matsch ziehen, du kannst in die meisten, und jetzt kommt's, Waschstraßen fahren, du begrenzt, nicht zum Durchziehen die Wellen, ja, sonst das Scheibenwischergestänge kaputt, aber da waren wir eben schon. Hier sieht man auch an den Haaren von den Wischbürsten, die da schon im Wischergestänge hängen, aber ne, hier, guck mal hier, ja, das ist schon wieder, ne? So, das hängt da nicht ohne Grund dran hier, die. Das ist so ganz schlechte Erfahrung mitgemacht. Aber du kannst mit in eine Tiefgarage fahren. Also für mich kann so ein Auto schon ziemlich viel. Ja. Das Auto kann alles, nur nicht sparsam. Ja, und wenn man da vielleicht sogar eine Gasanlage nachrüstet, dann ist das eigentlich dann doch relativ wirtschaftlich. Ja, klar, Sprit ist halt der größte Posten. Ne? Versicherung ist auch teuer, habe ich gesagt, ist teurer als die S-Klasse. Aber Sprit ist natürlich der größte Posten. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, bei welchem Auto ihr demnächst hier auf diesem Kanal einen Gasumbau sehen wollt. Entweder die S-Klasse oder der gute hier. Ganz klar, hier. Braucht er gar nicht. Ganz klar. Aber S-Klasse werde ich wahrscheinlich mehr Kilometer fahren. Denke ich. Ja, aber hier hast du mehr Sprit durch. Stimmt, S-Klasse kannst du halt echt mit 10, 11 Liter fahren, wenn du entspannt fährst auf der Autobahn. Ne? Ja, und hier verbrauchst du das Doppelte. Ja.
Ja. Ja, also wirklich eine Gasanlage, das ist, und das geht auch. Und die Motoren können das. Dieser Motor kann definitiv eine Gasanlage, das sage ich als Motorenbauer. Also die Probleme stecken hier woanders, nicht irgendwie in Verbrennungstemperaturen etc. Ja, wo stecken denn die Probleme? Du hast jetzt hier mit Fachwissen, wo ist denn hier das Problem? Wieso kostet der denn nur 35 und neu 200? Ja, wo steht es doch top? Habe ich doch mal gut gekauft jetzt, oder? Die Community sagt hier immer Schrott kaufen und so, nur weil ich ja mal mit Kurbelwellensensor liegen bleibe. Hier, das ist doch top, das Ding. Oder wo? Ja, also wie gesagt, der 1,22 Euro Dichtring da vorne im Steuertrieb, der ist ein Problem. Ja, Ölundichtigkeiten, ne? Ja. Das macht es halt manchmal halt dann doch ein bisschen aufwendig. Getriebe muss abgeflanscht werden. Kurbelwellensimmering. Also jeder Wagen hat einen undichten Kurbelwellensimmering. Ich glaube, das war damals eine Ausstattungsliste, konntest du ankreuzen, ob 60.000 oder 80.000 Kilometer. Nein, Spaß beiseite, aber die kommen schon relativ häufig. Undichte Ventildeckeldichtung. Wollen wir mal runtergucken? Weißt du eigentlich, wie man G-Modell anhebt? Ich habe es mit Max letztens schon versucht, wir haben es nicht geschafft. Ja, ja. Und das ich sage das immer wieder, ihr müsst mal gucken bei YouTube, wie viele Videos er findet, wo G-Modelle von der Hebebühne gefallen sind. Katastrophal. Das könnte ein Hagen Lost Set Video sein. Mein G55 AMG fällt von der Bühne. Weil du brauchst hier spezielle Aufsätze für die Hebebühne und musst die dann sogar noch extra sichern. Ne? Also die packst du hier wirklich so drüber, na, dann kannst du den hier entspannen. Dann schiebst du den hier rein. Ich hoffe, die Berufsgenossenschaft nimmt das jetzt hier als Lehrvideo. So. Ich bin ja immer auf Sicherheit sehr bedacht. So. Und dann kannst du das nämlich schön vorspannen. Und dann drehst du den sogar noch runter. Ich habe hier nur nicht mal Arbeitsklamotten an, ey. Wirklich. Aus dem Feierabend geholt. Und dann geht man hier unten. Das ist natürlich bei dir auch ein bisschen schlecht, weil du diese Trittbretter hast, aber dann gehst du hier unten im Prinzip unter den Träger und nicht, wie viele es machen, unter den Leiterrahmen. Natürlich, der Leiterrahmen kann das sehr gut, gar keine Frage, aber ihr belastet eure Hebebühne falsch. Guckt mal in die Anleitung von der Hebebühne, wie man eine Hebebühne belasten darf, weil unter Vollauszug so ein schweres Auto hochheben ist No-Go. Du musst halt gar nichts hier. Nee, das ist ja nicht Maximilianos CL. Der hier, wo die Hebebühne, der musste hier erstmal fliegen. Echt? Da wird er so. Ja, was haben wir denn hier? Hier, nachlackierte, was ist das, Brabusfelgen? Bist du verrückt? Ja, ja. Hör mal. Das hat mal richtig Geld gekostet, ne? Und das ist auch immer ein Thema, ne? Bremsanlage ist hier, ja, wie gesagt, schon Bremsen ist so ein Ding, ne? Wäre jetzt meine Frage gewesen, wie sieht es aus mit den Bremsscheiben? Ist ja AMG typisch, dass man sagt, oh, die sind immer so teuer. Ist das hier auch der Fall? Du, ich habe die Preise dafür echt gar nicht im Kopf. Weißt du, bei anderen hat als der 500er? Ja, das ist eine größere Bremse, definitiv. Der hat ja eigentlich auch immer, das ist auch nicht die originale Bremsscheibe, der hat ja diese, hier, da hinten sieht man es. Ich glaube, der hat das nur auf der Hinterachse gehabt. Das ist echt mein Punkt, das weiß ich jetzt nicht 100%. Ist das Original? Ich dachte, das wäre jetzt hier das Original. So ein Original. Das Original. Okay. Ja, das gab es auch mal von einer anderen Aftermarket-Lieferanten, aber das ist original. Ja, der hat eine andere Bremse, die ist größer beim G55. Mhm. Definitiv. Ja, was sehen wir hier? Eigentlich echt auch ein Klassiker, ne? Wenn man hier mal, da ist die Fahrgestellnummer, da musst du eigentlich so ein bisschen Fett drauf machen. Ne? Du hast das ganz häufig, dass die Fahrgestellnummern da so am Leiterrahmen so vergammelt sind, dass die Fahrgestellnummer nicht mehr lesen kannst. Das ist schwierig, ja. Ja. Und auch Federbruch, ne? Und du siehst ja hier so, hier um diese ganzen Teile, das sieht jetzt bei dir echt noch... Das soll ja hier auch voll anfällig sein, ne? Eigentlich eher hinten, ne? Ja, ich habe hier noch so ein paar andere Dinge, die kann ich dir gleich zeigen. Oh, da fällt mir ein, ich muss auch noch beim anderen G-Modell... Okay, ja, das ist hier, guck mal, da hast du auch schon so ein bisschen Blätterteig, hast du hier. Dieser jetzt immer hier, das ist bei den Hamburgern ist das normal, ne? Dieser Rost. Nee, aber das, ja doch, wenn da doch hier. Darf ich einen Schraubendreher holen? Ach hier unten, was ist, darf ich? Ist doch noch gut, der stellt sich an. Der stellt sich an hier mit seinen ganzen Autos. Weißt du, was das Gute ist? Das weiß jeder. Ich mache das nicht schlecht, um daran Geld zu verdienen, weil ich mache gar keine Karosseriearbeiten. Wenn man jetzt hier unten mal reinguckt, mal von unten so ein bisschen hochfilmen. Also das Gummi sieht noch gut aus. Ja, aber guck mal hier, siehst du das? Da ist schon, und das sind so mehrere Lagen, ne? Und, ja, also das ist schon gut dabei, ne? Hier, der Punkt da unten,
Das ist schon ein Thema. Ne? Hier, guck mal. Ja, das ist schon. Hier, guck mal, was da für Plakate abgehen. Also das ist. Also das ist genau der Punkt, wo man wirklich beim Kauf drauf achten sollte. Aber wenn man den Wagen blind kauft, ist man natürlich auch selber schuld. Nein, aber das ist wirklich der Punkt überhaupt. Ne? Und das ist halt auch immer bei diesen ganzen ja, Fahrzeugen das Problem, wenn die viel im Salz gelaufen sind. Mhm. Und wenn man so ein Ding halt aus Dubai kauft, dann hast du hier alles voll Sand liegen. Ne? Ja. Aber ist es jetzt so schlimm? Nö, nö. Nö. Also ich hab auch schon wirklich Fahrzeuge gehabt, die kamen hier an, da stand der Stoßdämpfer nur noch so da. Ja, auch bei dem Baujahr. Ja. Ja, aber wir wollten eigentlich gar keine Karosserie gucken. Ne? Du fängst immer mit der Karosserie an. Ja, das ist ja auch wichtig. Also. Ja, aber wie gesagt, auch hier. Ja, der Pierre, der macht dann immer verrückt und nachher ist gar nichts. Das stimmt doch gar nicht. Ja, ich will dir ja nur zeigen, dass. Du, guck mal, du kriegst ja jetzt einen Gesamteindruck von deinem Auto. Und dann musst du für dich bewerten, ob sich überhaupt eine Investition in dieses Auto lohnt. Weil, das muss ich auch dazu sagen, wenn hier 10 Kunden anrufen, höre ich von 7 Kunden, nachdem ich denen das aufzeige, dann verkaufe ich den Wagen so. Und was passiert? Ja. 70% auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind also mit Mängeln behaftet, ja, wo die Leute wissen, was die Fahrzeuge was für Fehler haben. Fachgerechte Reparatur auch ja kostet. Dann wird schnell die Motorkontrolllampe mit dem Auslesegerät von irgendwelchen Auktionshäusern schnell ausgedrückt und dann kommt die erst in 14 Tagen wieder. Und also nichts gegen gewisse Auktionshäuser. Nein. Jetzt hier an dieser Stelle. Aber, ne, und das muss du auch sagen, diese Gesamtübersicht, vor allem mit dieser fachlichen Kompetenz und dem Detailwissen, ist auch enorm viel wert, ja, gerade bei einer Investitionsentscheidung. Und da lege ich immer viel Wert drauf. Der Kunde soll wirklich wissen, oftmals haben die Leute ein Auto, was nur noch 15.000 Euro wert ist und die Reparatur kostet schnell mal 10.000 Euro. So, und da muss der Kunde wirklich für sich ganz neutral entscheiden, will ich das auch wirklich ausgeben. Ne? Weil ich sehe das so, ob so ein Auto jetzt grün ist oder nicht. Aber jedes Jahr oder alle 3 Jahre einen neuen Leasingwagen holen, nur weil er einen Liter weniger verbraucht, das ist auch nicht grün. Tut mir leid. Also, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Bin ich voll bei dir. Ja. Die neue Anhänger, guck mal, hier, Oris. Die hat er wohl irgendwie dieses Jahr erst angebaut. Ja, das sieht wirklich so aus, ne? Ist aber gut, weil dann wurde nicht so viel gezogen, ne? Ja, oder da war irgendwas mit, ne? Ja. Aber das sieht nicht am schlimmsten ausgehen hier. Ja, ja, aber das sieht gut aus, ne? Ja. Ja, 140 Kilo Stützlast. Und guck mal, hier, schön konserviert. Guck mal, das Abschlussrohr ist schön konserviert. Das ist doch mal was Feines. Federn sind auch nicht gebrochen. Ich würde sagen, wir lassen mal noch ein Stück höher. Schöne Autos, schöne Autos, schöne Autos. Schön. Ja. Das hat man das noch nicht mehr. Nee, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn du willst, meine Karte rausschneiden, dass du drauf willst. Oh, da sehe ich ja schon Öl hier. Guck mal. Ja, das ist aber gut. Da, wo Öl ist, ist kein Rost. Ja, ich sag mal, das schwitzt. Ne? Das tropft noch nicht ganz ab. Das ist noch ein bisschen grenzwertig, aber. Ja, gut, es ist halt der Verteilergetriebe Simmering, der da nicht mehr so ganz einwandfrei ist. Aber der Simmering der 113er Motoren ist ja nicht der, sondern das ist dieser hier. Und ich habe es ja schon prophezeit, du hast ja gefragt, was ist die größte Schwachstelle an diesem Motor? Ja, gut, der Kurbelwellen-Simmering zwischen Motor und Getriebe, ne? Also das ist halt so. Ne? Also das tropft auch schon ab. Das habt ihr Hamburger Jungs ja auch serienmäßig bei euren 55 Kompressormotoren. Also von daher, ja, könnt ihr euch mal reinarbeiten. Und was, dann, was kostet das so ungefähr? Naja, das ist schon ein halber, dreiviertel Tag Arbeit. Ne, bei so einem, tja, 800 Euro bist du da schnell mal los. Ne? Und du musst ja halt auch, im Normalfall machst du das ja halt auch gleich mit einem Getriebeölwechsel, beziehungsweise wir machen das immer mit einer Spülung. Ja. Ne, du flanschst das Getriebe ab, du hast den Drehmomentwandler an der Hand, machst vielleicht noch ein, zwei andere Dichtungen. Im Optimalfall machst du noch die Motorlager mit und das Getriebelager, weil nach 200.000 Kilometern ist das halt auch dahin. Ja, apropos Getriebelager und Motorlager, wenn wir hier mal hochgucken, du hast nämlich separate Stoßdämpfer für die Motorlagerung. Ja? Ist auch eigentlich
relativ einmalig. Ne? Gibt es nicht so viele Fahrzeuge, die das haben. Was auch immer schön ist, um den Pflegezustand zu sehen, ist, wenn die noch Fettabschmiernippel hier an den Gelenken haben, hat deiner schon nicht mehr, ob die halt auch mal genutzt worden sind. Schade, ne? Dass er das nicht hat. Das finde ich jetzt echt ein bisschen schade. Ja, die Halbkugeln hier, die sollten halt nicht verrostet sein. Die sollten eigentlich wie in diesem Fall schön fettig sein. Das ist bei dir auch der Fall. Finde ich schon mal prima. Ja, hier ist ein bisschen Öl runtergelaufen. Andere Seite sieht auch gut aus. Wo man drauf achten muss, ist dieser Achsschenkelbolzen. Ja, wenn diese Achsschenkelbolzen, wenn die ausgeschlagen sind, dann kriegt das Rad so relativ viel Spiel. Das hat kein Spiel. Das ist sehr gut. Oha. Ah, jetzt hier müssen wir jetzt gucken, ob das Rad lange spielt. Hört ihr das? Ja, hört man. Ja, also da ist schon was im Argen. Ich würde fast sagen, kann mal wer am Rad außen wackeln? Ja. So? Ja. Ja, gut. Ja, das ist schon Achsschenkelbolzen. Das ist genau das, was ich meine. Das fängt hier halt an, Spiel zu kriegen. Und das ist schon relativ aufwendig. Ne? Ja, auch von der Fahrstabilität ist das eigentlich nicht ganz so einfach. Da sind hier diese ganzen Fahrwerksbuchsen. Das kostet alles kein Vermögen. Aber in Summe ist das wirklich sehr viel Arbeit. Und ja, die Zeit produziert hier dann die Kosten. Ne? Aber insgesamt wirklich so robuste Teile, es ist eigentlich echt der Wahnsinn. Ne? Ja, Gesamteindruck ist eigentlich doch relativ gut. Also der ist auch schon mal nachversiegelt. Das ist definitiv der Fall. Ne? Wenn man jetzt hier überall so hinguckt, ja hier, da ist überall Wachs drauf. Das ist schon mal sehr positiv. Ne? Diese Anhaftung an Rost, die hat man. Das ist halt so. Und ja, wenn man den langfristig wirklich fahren will, muss man da halt angreifen. Dann müsste man den mal Trockeneis strahlen und dann müsste man gewisse Teile vielleicht ein bisschen nachbearbeiten und später konservieren. Gummidick, Scheibenschick, auf geht's zur Probefahrt. Ja, los, komm. Nicht lange schnacken. Mach. Den Nacken. So, raus mit dem Rost. Ja. Gucken kann man in so einem Eimer immer schlecht. Ne? Das ist übrigens eins der Dinge, die ich am G-Modell gar nicht so mag. Die Scheiben stehen halt senkrecht und du hast teilweise Spiegelung von links nach rechts und wieder von rechts nach links. Das ist schon so eine Sache für sich. Das Schöne ist, mit dem G-Modell kannst du fast keinen eigenen Schaden produzieren. Weil auf die Kannsteine musst du mit den Rädern auch nicht gucken. Ne? Nee, das ist schon schönes Fahren. Ja, jetzt müssen wir den erstmal so ein bisschen auf Temperatur fahren. Jetzt können wir ja schon mal so ein bisschen hier, auch jetzt so im halbwarmen Zustand, hört man Kolbenspiel auch immer sehr gut. Oder ein Lagerspiel. Und besonders auch, wenn man an Mauern langsam vorbeifährt. Das ist auch was du schon sagtest. Der Klang vom Auspuff, wenn ich an so einer Mauer vorbeifahre. So ein leichtes Klickern hat er. Sag mal, hat er dieses High-Low? Zeigt dir das manchmal an? Das ist auch so ein bekanntes Problem, ne? Du stellst den Wagen kannst ab. Kannst du das einmal erklären? Ist das die Getriebeabstufung nochmal fürs Gelände? Genau, das ist oder? Untersetzung. Die oder? Alten haben ja immer noch mal so einen Extra-Wahlhebel, ne? Genau, das ist das im Prinzip, ne? Du hast ja hier High für ja, hohe Geschwindigkeiten und Low, das ist dann eine halbierte Übersetzung. Das heißt, eine halbierte ist ja eigentlich eine Untersetzung. Ja, und wenn wir jetzt hier in Low anfahren, ja, dann... Dann geht das auch schon gleich ganz anders ans Werk. Ja, und manchmal spinnen diese Schalter bzw. Die Elektronik dahinter und die zickt dann rum und dann piept da so eklig. Ja, dann ist aber auch das H oder das L hier im Kombi-Instrument auf einmal verschwunden. Ja? Ziemlich eklig. Was ist das für ein Geräusch? Oh ja. Ja. Und das Getriebe ist so ein bisschen verzögernd müde, ne? Also eine Getriebespülung, das musst du dem Koffer schon mal gönnen, auf jeden Fall. Ja, das ist die alte 5G-Tronic, Dodi. Ja, aber trotz all dem, also so ein Getriebe hat hier echt schon einen harten Job zu leisten, definitiv. Hast du Lenkradtasten? Oh, schade, ne?
So was kann man auch geil nachrüsten beim G-Modell. Also du weißt, dass wir damit noch nach Hause müssen. Vielleicht kannst du noch mal eine nette Sache sagen, damit ich mich auch sicher fühle auf dem Rückweg. Er hat doch noch gar nichts Schlechtes gesagt, Pia. Das ist alles... Also ich glaube, also so jetzt rein vom Fahrverhalten, jetzt wenn wir hier so... ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Also der fährt G-Modell typisch und ich glaube, der Lenkungsdämpfer ist neu. Ist auch wirklich so, ich hatte das schon mal gehabt, wirklich 120, das Lenkrad hat so geschlagen, dass man echt überlegt hat, traue ich mich jetzt wieder ins Lenkrad einzugreifen? So hat das Lenkrad geschlagen, weil der Lenkungsdämpfer kaputt war und die Spur hat nicht gestimmt. Nein, der fährt relativ fahrstabil, ich bin da schon mal positiv überrascht. Vielleicht können wir gleich nochmal, wenn du es gerade schon sagst, einmal etwas schneller fahren, weil ich habe so 120 bis 140, da habe ich schon so... Oh! Ach du Scheiße, ist nicht dein Ernst. Sag mal, das war der Auspuff, der da gerade aufgesessen hat. Wie, da setzt was auf. Nicht wieder runter, oh mein Gott. Sag mal, das kannst du... Ich will doch wieder nach Hause. Ja, was ist denn? haben wir nicht gesagt... Haben wir nicht gesagt, wir machen G-Modell-Schick? Mein Sitz fährt nach vorne. Ich weiß nicht, warum fährt mein Sitz nach vorne. Jetzt müssen wir doch erstmal die Sperren testen. Oh, ja, oder nicht? Das ist doch nicht dein Ernst. Also, alle man sieht es auf Kamera nicht. Wir stehen halt ungefähr 90. So stehen wir. So ist gerade. Ja. Und man sieht es an der Tür da hinten. Ja, aber guck mal. Der fährt doch hier rückwärts hoch wieder. Ganz easy. Ja, also. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Seid doch nicht so. Ja, das ist das Schöne. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen vor- und zurückfahren. Jetzt können wir auch gleich überprüfen, ob die Sperre auch wieder rausgeht. Sag mal, guck dir das mal an. Ich steig jetzt mal. Warte, ich steig jetzt hier mal aus. Ich steig jetzt so mal aus. Das ist ja. Also, traust du der Technik nicht? Wir sitzen hier in einem Mercedes. Ich trau dir nicht, Alter. Hör mal. Das sieht man auch hier nicht, Leute. Man sieht es nicht. Man sieht es nicht, wo wir hier gerade runtergefahren sind. Guckt es euch an. Komme ich gerade rüber wie der letzte Stadtlolli, der noch nie einen Meter Offroad gefahren ist. So, ich gucke jetzt hier mal. Siehst du? Komplett. Komplett rasend ran. Komplett aufge. Ach, niemals! Da gucken wir gleich mal in der Werkstatt. Ein bisschen Erde weggeschoben. Hör mal, du fährst ein Mercedes G-Modell. Das ist das Feinste vom Feinsten. Weißt du eigentlich, was drei Differentialsperren bedeutet? Hör mal, wenn du... Ja, die haben wir jetzt ja gar nicht getestet. Das haben wir gar nicht getestet. Das müssen wir nochmal wiederholen. Ja, kein Problem. Hör mal, Probefahrt. Straße trocken, drauf den Socken. Straße nass, Fuß vorm Gas. Gebrauchtwagencheck hier. Allerdings Müller. Hör mal, das ist ja außerhalb des Protokolls, ja? Also, wenn du mich in meiner Privatzeit belästigst, dann... Hör mal, das ist ja hier Privatfahrt. Ja? Da kann ich mich ja auch mal so ein bisschen benehmen, wie als... Wie der Private, genau. Wäre ich. Und nicht würde mit dem fein gestriegelten, guten Herrn mit seiner S-Klasse hier eine Geräuschfindungsprobefahrt machen. Sondern wir machen hier einen G-Modell-Check. G für Gelände und geil. Weil ein G-Modell ist wirklich der Creme der da Creme. So ein Auto kann wirklich durch den Matsch... Ne? Und du hast das eben nicht gesehen, ne? Wie schön ich hier diese Tasten betätigt habe. Doch, haben wir drauf. Ja. Ich finde das auch gut. Ich finde das auch mal gut, dass du mal so ein bisschen aus dir rauskommst. Ja, immer. Und bin auf jeden Fall gespannt, wenn wir schnell gefahren sind, bin ich noch nicht, was da jetzt noch kommt. Fährt man mit so einem Auto schnell? Kann man das? Oh. Kann auch fahren, so ein Auto, ne? Also, das fährt nicht, wenn man jetzt hinten auf der zweiten Reihe sitzt, fährt das nicht unbedingt fahrstabil. Man muss wirklich wissen, wie kann man so ein Auto fahren? Auch so ein ESP kann ein Auto nur begrenzt wieder einfangen. Ne? Also, man muss da schon so ein bisschen Vorarbeit leisten. Ja. Also, aber so ein Auto fährt halt wirklich gut. Ne? Das ist halt reell so. Und so ein Auto beschleunigt halt auch gut. Ich glaube, wir müssen mal hier ein bisschen die Lüftung anmachen. Geht die Klimaanlage eigentlich? Ganz das kann ich dir nicht sagen, aber jetzt ernsthaft, ich benutze auch nie Klimaanlage, auch wenn ich eine habe, weil ich mache immer Fenster auf lieber, weil ich bekomme Halsschmerzen bei dieser Klimaluft. Jetzt beschlagen jedenfalls die Scheiben schön. Haben wir hier ein Aquarium, wa? Aber wichtig beim G-Modell auch, dass die Heizung funktioniert, ne? Das überprüft man ja, glaube ich, sonst gar nicht, weil ich habe in einem Kaufberatungs-YouTube-Video
Also ich habe noch gesehen, dass dieser Stellmotor, der ist ja auch ganz unterm Armaturenbrett irgendwie. Ja, aber ganz oft ist auch die Umluftklappe verhakt. Ne? Nee, aber sonst fährt er jetzt erstmal so gut. Ne? Und das mit den Sperrentesten, auch ganz wichtig. Ich habe das eben auch gemacht. Wir waren aber schon im losen Untergrund. Ja, das ist ganz wichtig. Die Sperren nie aktivieren auf Teer, sondern immer auf losem Untergrund. Feuchten Rasen, Schotter, klar, im Matsch oder so, gar kein Thema. Nur, wenn die Sperren aktiviert sind und ihr fahrt damit auf einem hohen Gripniveau, dann macht ihr wirklich die Antriebswellen und Achsen. Wofür genau ist denn so eine Sperre da, jetzt für den, der es vielleicht noch nicht gehört hat? Jedes Rad die gleiche Geschwindigkeit annimmt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, man steht im Matsch, ein Rad dreht im Matsch durch, das andere steht auf der Straße, hat viel Grip und man kommt nicht voran. Dann drückt man die Taste für Sperre und das linke und rechte Rad nimmt die gleiche Geschwindigkeit an und man fährt einfach los. Und hier haben wir sogar drei von. Mittel, also Verteilergetriebe, Vorderachse, Hinterachse. Deswegen auch 1, 2, 3. So sind die Knöpfe auch zu drücken. Erst Verteilergetriebe, dann Hinterachse und dann Front. Und das ist auch ein bisschen fies. Hast du mal Frontdifferentialsperre genutzt? Nein, ich habe noch gar nichts genutzt. Das ist ja die erste Fahrt. Das ist ja die erste Fahrt, die ich mit dem Fahrzeug tätige, gleich zum Motorenzimmer. Dann lenkt und einmal auch den Grundcheck machen. Dann lenkt auch so ein Auto nicht mehr. Also fast nicht mehr. Ne? Weil das kurvere innere Rad macht ja nun mal weniger Strecke als das kurvenäußere. Dann hat man ganz extrem Untersteuern von so einem Auto. Also auch auf Schotter bitte nur ausprobieren, wenn man genug Fläche hat und man kann halt auch mal versuchen. Nicht immer erst sowas probieren, wenn es zu spät ist. Ja, das sind hier übrigens meine Lieblingsprobefahrtstrecken. Du kennst die Strecke also? Ja. Alles beruhigt mich ja schon mal. Bin ja nicht zum ersten Mal unterwegs. Ja, nee, aber wie gesagt, der macht so relativ fahrstabilen Eindruck und auch von der Geräuschkulisse. Ich habe noch gar keine Windgeräusche gehört. Der ist gar nicht so, ja, normalerweise sind die so am Pfeifen. Tatsächlich auch so ein G63 habe ich ganz oft. G63 ist eh von der Klangkulisse die Hochdruckpumpe. Das ist ja, das sind ja Motoren mit Direktanspritzer-Technologie. Du hast ja hier ein Saugrohr eingespritztes Fahrzeug und da hört man diese Hochdruckpumpen so extrem. Da läuft ein Hase. Hey, wir sind hier in der Natur unterwegs mit dem G-Modell, ja. Da muss man ja auch mal, ne, so ein bisschen rundum gucken, was die Leute wahrscheinlich jetzt nicht sehen werden. Ja, jetzt bin ich gerade überlegen, wie ich euch noch mal aus der Reserve locken kann. Ihr dachtet ja eben schon, wir überschlagen und seitwärts kippen dann vorne rüber. Nee, ich habe mir nur Sorgen um meine AMG-Auspuffanlage gemacht, ja, die jetzt wahrscheinlich eingedrückt ist, dank dir, Pierre. Ach, niemals. Nein, nein, nein. Da brauchst du keine Angst haben. Ja, ich habe nämlich tatsächlich beim Autos, die ich angeguckt habe, also die ich besichtigt habe, waren auch so wirklich bei der Hälfte waren die Mittelschalldämpfer eingedrückt. Nee, du hast gar keinen Mittelschalldämpfer, du hast nur einen Endschalldämpfer. Haben die beim 55er einfach, normal bei der 500er ist ja der Mittelschalldämpfer über der Achse. Ja. Haben die den einfach weggelassen? Nur du oder hast sind die Mittelschalldämpfer schon andere? Ja, du hast ja beim G500 hast du ja die Abgasanlage, die läuft ja, jetzt muss ich überlegen, beim G500 hast du, oh Mann. Nee, da läuft es hinten über die Hinterachse, das stimmt. Du hast auf der Hinterachse hast du den Mittelschalldämpfer liegen, da hast du recht. Ja. Ja, ja, da läuft nämlich, da wo jetzt hier die Endschalldämpfer sind, da hast du zwei Mittelschalldämpfer. Ja. Und ja, dann laufen die beide in den Mittelschalldämpfer und von da aus zur einen Seite nach links, glaube ich. Verschiedene Versionen. Hier campt sogar wer. Oh Gott. Da waren Zelte gerade, ne? Ja, wir sind hier. Campen, hier ist es hier so ein Liebesanhänger. Nein, das geht doch zu Corona nicht. Lass mal auch unser Zelt aufstellen. Das ist, guck mal, das ist hier so ein Parkplatz. Pierre, woher kennst du den Parkplatz denn hier? Guck mal, hier ist so ein Liebesmobil. Wir sind hier am fünf schönsten Punkt, wenn man NDR 3, sowas gucke ich natürlich nicht, trauen darf. Wir sind hier am Hohenstein. Nur mal so nebenbei. Ja, hier haben wir so ein bisschen Schotteruntergrund. Hier können wir das nochmal mit den Sperren zeigen. Also Sperre 1, vorgewählt, noch nicht aktiv. Wenn wir jetzt ein bisschen vorfahren, zack, gesperrt. Sperre 2, Heckdifferential, vorgewählt. Na, komm schon. Müssen wir ein bisschen helfen. Zack, drin. So, und jetzt kommt Vorderachse. Vorgewählt und aktiv. Ist noch nicht aktiv. Noch nicht. Bisschen lenken. Loser Untergrund. Er regelt noch. Komm schon. Jetzt ist aktiv. So, und jetzt haben wir alle Sperrende. Sollte man auf jeden Fall auch mal hin und wieder machen.
damit diese ganzen Kolben und so wirklich auch gängig sind. Ne? Also jetzt einfach nur so ein Ding kaufen und sowas nicht benutzen, weil man nicht weiß, wofür die Taste ist, das ist natürlich auch fehl. So, drücken wir wieder auf die Taste, zack, machen das Ganze aus, Sperren sind noch drin, Sperre 1 raus, das müssen wir mal ein bisschen lenken. So, zack, alle Sperren raus, jetzt können wir wieder auf der Teerstraße fahren, ohne Probleme. Übrigens auch Verteilergetriebe, Untersetzung, sollte man auch mal hin und wieder schalten. Ja, das ist der Pillenwecker. Der Pillenwecker oder ist die Pizza fertig? Aua, ich habe richtig Hunger. Ja, hast mich ja auch fast beim Abendbrot gestört. Jetzt musst du eine Pizza ausgeben. Selbst schuld. So, ja. Ich sehe dich nämlich auch schon wieder in einem G-Modell, so wie du die ganze Zeit hier am Schwärmen bist. Ja, wie gesagt, wir haben ja unseren G500 gerade verkauft. Aber wenn du so fährst, wir haben G500 gehabt, das ist ein Sauger. Und klar, wir haben auch allen Klimbim dran, große Räder drauf, also wirklich AT-Reifen. Und wenn du jetzt dagegen dieses G-Modell fährst und trittst jetzt, ich tritt jetzt 50% drauf und dieses Drehmoment, wie dieser Wagen nach vorne prescht, das ist schon echt gut. Also G55 und deswegen liebe ich dieses Auto und vor allen Dingen so direkt am Gasfuß, nicht so verfälscht wie so ein 3 Liter Diesel oder so ein G63, das ist schon echt geil, ne? Und der gehorcht echt aufs Wort, ne? Trittst drauf, da kriegst du echt das Kribbeln im Bauch, das frohlockt, das ist geil, oder? Und gerade hinten rechts ist auch hart, oder? Mhm. Wenn dir das nicht so, wenn du diesen Punch so in der Magenkuhle kriegst, das ist doch einfach. Und das ist halt AMG. Doch, und das in geiles Gefühl, und ja und das im G-Modell, ich find's ja echt Hammer. Und das nach so vielen Jahren. Ne? Also es ist dieser Motor überrascht mich auch halt immer wieder. Ne? Das ist ja. Manchmal ist es wirklich eine Hassliebe, diese M113-Kompressormotoren. Manchmal hat man da wirklich, da steckt der Teufel im Detail und man sucht Ladedruck, da fehlt ein bisschen Leistung, man hat Zündaussetzer, man hat diesen 1,22 Euro Dichtring, der da irgendwie undicht wird, aber irgendwie fährt man dann damit und dann auf einmal kriegt man es wieder und dann hat man nur noch das Grinsen im Gesicht und man freut sich über diese drei Buchstaben. Adieu, mein Geld. Von den Vibrationen. Ganz oft hat man ja auch Probleme mit der Kardanwelle, gerade zwischen Automatikgetriebe und Verteilergetriebe. Das macht hier echt einen guten Eindruck. Also hier wurde mit Sicherheit auch schon das ein oder andere wirklich getauscht, weil sonst würde der nicht so bei der Laufleistung fahren. Definitiv. Das Getriebe macht jetzt einen recht fitten und eigentlich auch direkten Eindruck. Also ich habe immer das Gefühl, der weiß manchmal nicht so ganz genau, wann er hochschalten soll auf der Autobahn. Das ist gerade so das... Ja, das ist manchmal so die Viskosität. Du hast ja auch keinen Schalter für Sport und Cruisen. Und das stimmt, dass wenn das Getriebeöl verschmutzt ist, dann hat man eine veränderte Viskosität und die werden so ein bisschen schaltfaul und schalten auch so ein bisschen unkoordiniert, möchte man fast sagen. Ne? Und das kommt halt, wenn du eine schöne Getriebespülung machen lässt, bieten wir unter anderem auch an. Ja, kannst ja noch mal, aber zu vernünftigen Uhrzeiten zu uns vorbeikommen, dann spülen wir das Ding hier mal. Ne? Aber das sollte man dem wirklich gönnen. Ne? Aber wie gesagt, fährt für die Laufleistung schon echt toll. Beneide ich dich. Weißt du, wofür der Hebel ist? Oh, mal gucken, ob Tante mit uns spricht. Hallo, Tante. Linguatronic. Ja. Der hat Linguatronic 2005. Ja, sollen wir mal gucken? Hallo Mercedes. Ja, das Date-Licht an oder so, eine rote Ambientebeleuchtung. So, aber kannst du sagen, wirklich CD und Radio? Achtung. Hallo, Tante? CD. Ich glaube, Lautstärke ist. Guck, und CD. Jawohl. Was da für eine CD was? Drin? Oh, geh mal. Tante, hast mich gehört? Pizza, Hunger. Schieb mal was rüber hier. Dann verstehst du nicht. Das ist ja die gute Pizza aus dem Weserbergland, oder was? Die ist echt gut. Also der macht Pizza macht der. Doch zu privat dann, ne? Ja gut, okay. Ja. Wir hätten das Outro auf jeden Fall vor der Pizza filmen sollen.
Pierre, ganz kurz nochmal zum Ende für die Zuschauer dein Fazit zum Auto. Ja, er ist das hergemeckert. Ja. Ja. Nein, also du bist ja hergekommen, damit ich dein Auto mal so ein bisschen unter die Lupe nehme und dir wirklich sage, was da dran ist. Das haben wir jetzt mal ein bisschen oberflächlich getan. Klar, das ist ein 15 Jahre altes Auto und ja, da gibt es immer was zu meckern. Also das wäre ja auch unnormal. Der ist top. Ja, das, wie gesagt, das ist so eine 3-. Ja, es ist gut. Es ist keine 5 oder eine 4, es ist ein 3-, ist super. Perfekter Daily Driver. Reinsetzen, bisschen was machen und Spaß haben. Genießen. Der wahre Genießer lässt schalten. Automatik. Ja, ist so. Ja, und das ist auch genau das, was ich mit dem Auto machen möchte. Genießen und fahren und am liebsten nicht morgen mit irgendwelchen Riesenbaustellen in der Werkstatt stehen. Und das hat sich jetzt hier heute herausgestellt, dass es hoffentlich auch nicht der Fall sein wird. Zumindest haben wir es heute noch nicht erkannt. Klar, der ein oder andere Mangel ist dran. Das können wir hier on the road beheben. Aber erstmal wird schön das Geld in die Felgen investiert. Vielleicht ein kleiner Facelift-Umbau. Solche Sachen können wir jetzt mal machen, ne? Ja, oder eine Getriebeölspülung. Ja, genau. Schauen wir mal, was kommt, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ob ich es jetzt in 1, 2 oder 3 Teile unterteile, weiß ich noch nicht. Danke fürs Zuschauen. Danke an Pierre, dass du dir Zeit genommen hast. Tatsächlich nach Feierabend, auch wenn du natürlich noch nicht zu Hause warst. Es war mir ein Genuss, einen G55-Kompressor zu fahren. Mein Lieber. Und genießt die Schrecksekunden von diesen beiden Gesichtern, wo ich da so ein bisschen runtergefahren bin. Also genießt das Video, wo wir schon bei G sind. Genießen, Genuss und gescheckt. Und du kannst das Ding jetzt... Gecheckt, das war ein Jake Miller-Spruch. Gecheckt und du kannst es jetzt schön gepimpt oder... Das ist noch gar nicht gepimpt. Du wirst es pimpen. Okay. Daumen nach oben. Und abonniert uns vorbei. Schaut auf jeden Fall beim Kanal Motorenzimmer vorbei. Jetzt wollen wir das Intro und Outro nicht weiter in die Länge ziehen, ne? Nö. Haut rein. Ciao. Tschüss. Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Der Mann, den wir für einen Verbrecher hielten, entpuppt sich als Held.